Ab in die Enns. 102 Wagemutige nehmen am Fackelschwimmen in Bietigheim teil, aber wie viele sind ohne Frostwollen wieder aus dem Wasser gestiegen? Das Geschäft mit den Lebensmitteln. Bei Linus Schnabel gibt's die allerdings nur im Mini-Format, wie das wohl zu verstehen ist. Und Stuttgart tropft die roten Raben. Die Mädels von Allianz MTV schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Phil Spieborg jedenfalls ist chancenlos. Damit herzlich willkommen. Hier ist Ihr Journal bei Regio TV. Kaum zu glauben, möchte man glauben, aber der Schneefall am Morgen hat in der Region doch wieder ein ziemliches Chaos verursacht. Allein in Stuttgart hat die Polizei zwischen 7 und 10 Uhr mehr als 50 Unfälle gezählt. Dieser hier im Stadtteil Botnang ist nur einer davon. Aber auch rund ums Stadtgebiet sind die Einsatzkräfte fast im Dauereinsatz gewesen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg beispielsweise musste in der Zeit von 5 bis 9.15 Uhr gleich 100 Unfälle in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen aufnehmen. Wie winterlich die Straßen an den kommenden Tagen sein werden, dazu dann mehr am Ende der Sendung im Wetter. Aber eins kann ich Ihnen schon jetzt sagen, es bleibt perfektes Badewetter. Jetzt halten Sie mich bitte nicht für verrückt. Das ist wirklich so, zumindest für die Unterwasserfreunde Bietigheim. Denen ist es wirklich nie zu kalt. Am Samstag haben sie bereits zum 20. Mal das Fackelschwimmen in der Enns veranstaltet. Und wie jedes Jahr wird es dort kurz vor dem Ziel so richtig stimmungsvoll. Ja, das Feuerwerk geht eigentlich ziemlich unorganisiert. Die Leute, die hier teilnehmen, haben Spaß dabei. Die organisieren gemeinsam dieses Feuerwerk. Das Feuerwerk wird nicht vom Veranstalter organisiert. Aber egal ob organisiert oder unorganisiert, auch beim 20. Fackelschwimmen in Bietigheim ist das Feuerwerk der krönende Abschluss einer nasskühlen Gaudi. Heute war es ganz gut. Also heute war die Strömung extrem schnell und es war nicht ganz so kalt. Und es war super Feuerwerk. Echt klasse. Viel Lob also für die Veranstaltung, die schon um 17 Uhr mit dem Umziehen beginnt. Ja, und in so einen engen Neoprenanzug zu schlüpfen scheint nicht immer ganz so einfach zu sein. Flach atmen muss ich. Das Einzige ist der Sport. Aber diesen Kraftakt nehmen immerhin 102 Teilnehmer auf sich, ein neuer Rekord bei der Jubiläumsveranstaltung. Und die Erfahrung der Jahre zeigt sich auch auf dem Wasser. Bei 7 Grad Wassertemperatur kann ein bisschen Aufheizen von innen ja wohl nicht schaden. Richtiger, echter, fetter Glühwein, ja. Fackelhalter, Druck drauf, hier kommt Glühwein, ja. Aber keine Sorge, die Promillegrenze hat am Start keiner gerissen. Im Gegenteil, auf der 1,2 Kilometer langen Strecke herrscht Disziplin. Dafür gibt es dann auch viel Lob vom Veranstalter. Die Gruppe ist wunderbar zusammengeblieben. Na bestens, dann haben sich ja alle das Fackelschwimmerherzchen auch verdient. Und wer so eines auch haben will und sich vor der nasskühlen Gaudi nicht scheut, die 21. Auflage ist am 3. Adventswochenende im kommenden Jahr. Aber wer nicht will, muss natürlich auch nicht in die 7 Grad kalte Enns springen, um sich in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Das geht natürlich auch anders und Sie können das jetzt ganz gemütlich vor dem Bildschirm tun, denn wir haben das vorweihnachtliche Geschehen an diesem Wochenende für Sie mit der Kamera eingefangen. Bis auf den letzten Platz besetzt. Gut 900 Leute sind dem Klang des Weihnachtsoratoriums in die Stuttgarter Markuskirche gefolgt, denn für viele gehört es zu Weihnachten einfach dazu. Rund 100 Jungs des Knabenchors Collegium Iovenum sangen gestern die Komposition von Johann Sebastian Bach. Eine feste Tradition ist mittlerweile auch sie hier, die Renninger Krippe. Zu sehen gibt es sie seit Samstag wieder in der Martiniuskirche. Gut einen Monat hat es gedauert, bis alle 500 Figuren an ihrem Platz standen. Das Motto dieses Jahr: Dein ist die Zeit. So zeigt die Krippe beispielsweise auf der einen Seite unseren hektischen Alltag in der Schule oder bei der Arbeit und auf der anderen Seite die ruhigen Momente mit der Familie. Bei der romantischen Mühlenweihnacht im Schwäbischen Wald konnten die Menschen vom Vorweihnachtsstress ein wenig abschalten. Für stimmungsvolles Licht sorgten am Wochenende die zahlreichen Feuerschalen rund um die Glattenseinbachmühle.
Besonders die jüngeren Besucher waren von den Jonglagekünsten fasziniert. Für die etwas Älteren gab es eine Lesung des Stuttgarter Krimi-Autors Jürgen Seibold aus seinem Kurzkrimi Mühlenweihnacht. Linus Schnabel betreibt einen Supermarkt der besonderen Art. Hier gibt es alles im Mini-Format und nicht einmal all die Lebensmittel, die er verkauft, sind essbar. Das klingt im ersten Moment seltsam, aber mit genau dieser Geschäftsidee lässt er die Herzen vieler Kinder höher schlagen. Bei uns kommen viele Ehemänner, die von ihrer Familie mit dem Einkaufszettel zu uns geschickt werden. Das macht man doch sicher gerne. Im Geschäft von Linus Schnabel in Möglingen wird eingekauft, was es im Supermarkt sonst nur in groß gibt. Der 54-Jährige betreibt sozusagen den Markt der kleinen Leute. Gerade zur Weihnachtszeit boomt das Kaufladengeschäft. Doch einfach nur verkaufen, das kann jeder. Der Familienvater stellt die Ware im Mini-Format selbst her. Die Ideen für neue Produkte kommen ihm, na klar, wo auch sonst, im Supermarkt. Meine Frau kriegt da oft einen Albtraum, weil ich natürlich schon immer nach Produkten und Neuheiten suche. Kommt schon sehr oft vor, dass ich dann ein Produkt kaufe, und um zu gucken, wie kann ich das möglichst gut in Miniatur herstellen. Ist eine Idee gefunden, nimmt Linus Schnabel Kontakt mit dem jeweiligen Markenhersteller auf. Wird eine Genehmigung erteilt, darf er für die Kinder produzieren. Oft stößt der Kaufladenfan dabei aber an seine Grenzen. Es werden ja immer mehr Marken wandern zu einem Konzern. Und ich sage mal, da sehe ich auch schon, dass die Vielfalt weniger wird auf dem Markt. Da einige Markenhersteller ihr Produkt eben nicht im Mini-Format haben möchten, gibt's für die kleinen Einkäufer bisher nur 300 Produkte zur Auswahl. Wie der 54-Jährige erzählt, legt er viel Wert darauf, dass es die Lebensmittel auch in den realen Supermärkten zu kaufen gibt. Die Kinder wollen schließlich nur das haben, was auch regelmäßig auf Mamas Einkaufszettel steht. Also man kann da wenig mit Fake-Namen arbeiten oder ähnlichen Namen, weil die Kinder sich das bildlich einprägen. Und die sehen sofort, ob das Gleiche ist, wie die Mama kauft oder auch nicht. Zwar ist diese Pizza nur aus Plastik, aber es gibt auch einiges für kleine Leckermäuler zu entdecken. Die können dann wirklich zubeißen. Für Naschkatzen wird sogar die Haselnusscreme im Mini-Format abgefüllt. Wer weiß, vielleicht bleibt einigen Eltern irgendwann der Wocheneinkauf erspart. Zumindest vor den Weihnachtsfeiertagen wäre das wohl die entspannteste Lösung. Herzlich willkommen zurück. Neudeutsch könnte ich jetzt wohl sagen, läuft bei Allianz MTV Stuttgart. Egal in welchem Wettbewerb, egal gegen welchen Gegner, Stuttgarts Volleyballerinnen sind im Moment scheinbar nicht zu schlagen. Am Wochenende haben das die Roten Raben aus Vilsbiburg zu spüren bekommen. Und zu allem Überfluss für die Konkurrenz kommen jetzt auch noch die verletzten Spielerinnen wie Nicoleta Perovic zurück aufs Feld. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Lange hat Nicoleta Perovic auf diesen Moment warten müssen. Eine langwierige Bauchmuskelverletzung hatte die Diagonalangreiferin außer Gefecht gesetzt. Im Spiel gegen Vilsbiburg feiert die 23-Jährige jetzt endlich ihr Debüt im Team von Allianz MTV Stuttgart und spürt zum ersten Mal auf dem Spielfeld die außergewöhnliche Atmosphäre in der Scharina. Es war großartig. Die Atmosphäre auf dem Spielfeld und auf den Tribünen war unfassbar. Wir haben wirklich gut zusammengespielt und um jeden Ball gekämpft. Beim nie gefährdeten 3:0-Erfolg gegen die Roten Raben gelingen Perovic 3 Punkte. Und auch wenn noch nicht alles klappt, das Debüt der Nationalspielerin aus Montenegro ist geglückt. Ja, ich war jetzt fast die halbe Saison verletzt und konnte nicht mitspielen. Aber jetzt bin ich wirklich froh, zurück zu sein. Das war jetzt mein erstes Spiel. Ich bin natürlich noch nicht bei 100%, aber es war ein erster Schritt. Ich bin wirklich sehr glücklich, wieder dabei zu sein. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Allianz MTV dominiert gegen Vilsbiburg in wirklich allen Bereichen. Angriff, Block, Annahme. Stuttgart ist an diesem Abend eine Klasse besser als das Team aus Bayern. Gerade einmal 67 Minuten dauert das einseitige Spiel.
Mit dem Sieg verteidigt Stuttgart die Tabellenführung. Es ist der 6. Sieg in Folge für Allianz MTV. Ich bin stolz auf uns, weil wir immer aggressiv gespielt haben. Wir waren gut auf Hills Biburg vorbereitet. Wir haben uns auf unser Spiel konzentriert und das über die gesamte Spielzeit durchgezogen. Es war ein klasse Spiel von unserem kompletten Team. Rechtzeitig zum Spiel des Jahres ist Allianz MTV also in Topform. Am Mittwoch geht es gegen Wiesbaden um den Einzug ins Pokalfinale. Mittelblockerin Molly McCage freut sich auf das Duell mit ihrem Ex-Club. Yes, of course. Oh ja, ich freue mich auf Wiesbaden. So ein wichtiges Spiel vor unseren eigenen Fans spielen zu dürfen, ist großartig. Am Mittwoch um 19 Uhr steht dann das Pokal-Halbfinale auf dem Spielplan. Allianz MTV ist bestens gerüstet für dieses Highlight. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Soweit das Journal für heute. Morgen sind wir natürlich ab Punkt 18 Uhr wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe des Journals. Jetzt gibt es, wie versprochen, noch kurz den Blick aufs Wetter. Wir sagen schon mal Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Tschüss, machen Sie es gut. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Der Montag begann ja richtig winterlich mit Schnee und der Dienstag wird eher so nasskalt werden mit leichtem Tauwetter. In der Nacht und gegen Morgen fällt ein bisschen Schnee, daraus wird im Laufe des Tages dann leichter Regen und Nieselregen. Es ist eher ein trübes Flair bei Höchstwerten von 1 bis 4 Grad und so sieht es auch rund um Stuttgart aus. Wir haben viele Wolken, immer mal wieder nieselt es leicht, bei ein paar Grad plus fühlt sich durch die feuchtklamme Luft alles kälter an. Der Mittwoch sieht noch ähnlich aus und am Donnerstag gibt es dann einen Schub nach oben, was die Temperaturen angeht. Der Wind frischt böig auf, es setzt Regen ein und auch im Schwarzwald und auf der Alp wird es Regen geben. Am Freitag wird es ein bisschen kühler und die Weihnachtstage werden dann deutlich friedlicher werden mit einer Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Nachts sind es um die 0 Grad, tagsüber Plusgrade. Weihnachten wird in Stuttgart grün.